damit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die EU-Mitgliedstaaten diskutieren ja seit Jahren über eine Reform des Asylrechts und des europäischen Verteilmechanismus. Nun scheint es ja seit einigen Monaten so zu sein, als könnte es zu so einer Reform kommen. Deutschland und zuletzt Italien haben auch der sehr umstrittenen Krisenverordnung zugestimmt. Und so sind jetzt die Verhandlungen über eine Asylreform in der entscheidenden Phase, der sogenannte Trilog. Das bedeutet Unterhändler vom EU-Parlament, der EU-Mitgliedstaaten und der EU-Kommission diskutieren, verhandeln momentan über eben eine solche Reform. Am Montag findet das nächste Treffen statt. Und angesichts dieser möglicherweise kommenden Reform hat die AfD hier einen Antrag eingereicht. Gottfried Curio wird nun als erstes für seine Fraktion sprechen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dieser Tage verhandelt die EU eine Neugestaltung des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Prominent diskutiert werden Außengrenzverfahren für Migranten aus Herkunftsländern mit niedriger Anerkennungsquote. Nicht die größte Gruppe, was die Maßnahme wenig effektiv macht. Sowie eine Solidaritätsmechanismus genannte Strafzahlung für Länder, die sich nicht an der Aufnahme illegaler Migranten beteiligen. Die bekannte Brüsseler Unkultur der Anmaßung. Wir brauchen aber weder Auseinandersetzungen über Mikrostellschrauben noch die Übergriffigkeiten der EU. Was wir brauchen, ist ein Ende dieser ganzen künstlich forcierten Völkerwanderung, meine Damen und Herren. Im Dublin-III-System war der jeweilige Erstzutrittsstaat zuständig für die Asylanträge, eine Regelung, die die Union unter Merkel in handstreichartigem Rechtsbruch zerstörte, mit der katastrophalen Folge offener Grenzen. Seitdem begeben sich Migranten gezielt nach Deutschland. Italien und Griechenland unterlassen die Registrierung gleich ganz, verweigern auch die Rücküberstellung. Und Deutschland trägt die Hauptlast dieses ganzen Wahnsinns mit sich ständig weiter verstärkender Tendenz durch zusätzlichen Familiennachzug zu den schon hier Gelandeten. Dabei ist der Krieg in Syrien bis auf Randgebiete seit Jahren beendet. Es braucht jetzt die Rückkehr von 1 Million Syrern und nicht deren Einbürgerung. Schluss mit der fortgesetzten Vorgaukelung einer Schutzbedürftigkeit. Unbekümmert um die Folgen für unser zerstörtes Bildungssystem, das Desaster bei der inneren Sicherheit mit überproportionaler Zuwandererkriminalität bei Gewaltdelikten, unbekümmert um die jährlich 50 Milliarden, die da verschleudert werden, den kollabierenden Wohnungsmarkt und schon gar um die kulturelle Identität unserer Heimat. Wer es noch irgend gut meint mit Deutschland, muss diese künstlich forcierte Masseneinwanderung beenden, meine Damen und Herren. Die in Brüssel vorgesehenen Neuregelungen leisten aber nichts für die nötige Reduzierung des Zustroms. Deshalb fordern wir, die europäische Binnenmigration zu verhindern, mehrfach Asylanträge auszuschließen, einen fristfolgenden Zuständigkeitsübergang auf Deutschland grundsätzlich zu beenden, allein im ersten Halbjahr 15.000 Fälle und die Klarstellung, dass Asylbewerber aus Asien und Afrika ihr Schutzbedürfnis vorzugsweise in heimat- und kulturnahen Regionen erfüllt bekommen können, jedenfalls in sicheren Ländern auf ihrem Kontinent, die sie auf ihrem Weg ins weit entfernte Deutschland zahlreich durchqueren. Weiterhin die zwingende Aufenthaltsbeendigung bei Wegfall etwaiger Fluchtgründe, Syrien, oder bei der Unsitte des Heimaturlaubs, was vorgebliche Fluchtnotwendigkeit entlarvt. Nur ein grundlegendes Umsteuern wird den leider gewollten Migrationssturm stoppen. Und nur mit der AfD gibt es dafür eine parlamentarische Mehrheit, meine Damen und Herren. Für all das braucht es auch ein Ende der grundsätzlichen Fehlfokussierungen in der Migrationsdebatte. Erstens handelt es sich oft nicht um Flüchtende, nach Durchquerung von sicheren Drittstaaten schon gar nicht, oft nicht mal bei Verlassen des Herkunftslands. Viele Migranten geben selbst ganz offen das Wohlstandsgefälle als Grund an. Dann zweitens das Märchen der guten Seenotretter. Die ausländischen Schleuser sind Dienstleister ihrer absichtsvoll handelnden Kunden, die für hiesige lebenslange Vollversorgung ein paar Tausender vorschießen. Die deutsche Schleuserflotte betreibt keine Seenotrettung. Das wäre Verbringung in den wenige Kilometer entfernten nächsten sicheren Hafen an der afrikanischen Küste statt ins hunderte Kilometer entfernte Lampedusa.
Schluss auch mit der Lebenslüge der Herstellbarkeit von Integration. Die Kodifizierung von Verhaltensnormen, etwa im Grundgesetz, ist immer nachträgliche Zusammenfassung von gewachsenen Realitäten. Die Idee, zu deren Befolgung jemand aus einer anderen Kultur kurzfristig erfolgreich anleiten zu können, ist ein Kategorienfehler. Solche Kulturcodes werden langfristig durch unbewusste Übernahme vom Verhalten aus dem gesellschaftlichen Umfeld angenommen, mitnichten durch eine lediglich rationale Kenntnisnahme ihrer kodifizierten Form. Die Idee, Frauenverachtung oder übersteigerte männliche Ehrbegriffe oder eine positive Konnotierung ausgelebter Gewaltbereitschaft seien zu korrigieren durch eine Grundgesetzüberreichung oder einen Integrationskurs, ist von absurder Lebensferne, meine Damen und Herren. Und schon gar nicht darf es immer wieder nur darum gehen, wie man illegale Zuwanderermassen lediglich organisatorisch durchs System laufen lässt, sei es mit Schuldengeld oder zweckentfremdeten Turnhallen und Hotels. Nein, die Ströme selbst sind zu verhindern. Dafür braucht es die Beseitigung sämtlicher Anreize hierzulande, eine möglichst konzertierte Aktion in Europa. Immer mehr Staaten verstehen das. Nur Deutschland ist der Geisterfahrer, der alle anderen zu seinem Irrweg meint, bekehren zu sollen. Deshalb braucht es ein entschiedenes Umsteuern, das wirklich die Interessen unserer Bürger vertritt. Ihr Asyl gefunden haben diese bedrohten Interessen bei der AfD. Ich danke Ihnen. Das Wort hat Hakan Demir für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Das steht in Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union. Das sind nicht nur Worte, sondern das sind unsere Werte, wonach wir uns alle richten müssen. Und wir sind bei dem Abschluss des gemeinsamen europäischen Asylsystems in diese Richtung unterwegs. Am 18.12. gibt es dazu noch mal einen Trialog. Mir ist aber auch natürlich bewusst, dass die mehr als 11 Gesetzesvorhaben mit mehr als 500 Seiten nicht perfekt sind. Sie sind ein Kompromiss zwischen sehr unterschiedlichen Interessen in der EU. An der einen oder anderen Stelle versucht unsere Bundesregierung im Europaparlament noch etwas rauszuholen. Wir wollen, dass Kinder zum Beispiel nicht in ein Grenzverfahren kommen. Wir wollen, dass Menschen nicht in Länder zurückgeführt werden, zu denen sie keine Verbindung haben. Wir haben uns für ein starkes Verbindungselement eingesetzt. Und das, was noch nicht Thema in diesen Verhandlungen ist, wir brauchen weiterhin eine europäische Seenotrettung, damit das Sterben im Mittelmeer endlich endet. 2000 Menschen sind dieses Jahr schon gestorben, und das ist zu viel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Schutz für Menschen, die ihre Heimat verlassen müssen, ist eine gemeinsame Menschheitsaufgabe. Die Vision der rechtsextremen AfD ist eine Abkehr von der europäischen Verantwortung, Teil dieser Menschheitsaufgabe zu sein. Sie würde am liebsten die Augen verschließen, sich abschotten, jede Verantwortung von sich weisen. Das ist aber der falsche Weg. Wir sollten die Rolle Europas bei dieser Aufgabe nicht über- und nicht unterbewerten. Nicht überbewerten sollten wir die Zahl der Geflüchteten, die in Europa aufgenommen wurde oder nach Europa kommt. Die Hälfte der Menschen, die ihre Heimat verlieren, findet Schutz in anderen Landesteilen des eigenen Landes. Die AfD fordert, dass Geflüchtete vor allem in Nachbarländern aufgenommen werden sollen, offensichtlich in Unkenntnis der Fakten, denn bereits jetzt leisten die Nachbarländer, vor allem Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, den Großteil der Aufnahme. Das ist überall so, ob bei der Flucht aus Syrien, aus Afghanistan oder Venezuela. Wir sollten die Rolle der EU aber auch nicht unterbewerten. Die EU ist weltweit Vorreiter für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die EU ist ein wirtschaftliches Erfolgsmodell, ein historisch beispielloses Projekt des Zusammenhalts zwischen 27 Staaten, die gemeinsam für Freiheit, Demokratie und Menschenwürde einstehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Ljuba fliehen muss, weil russische Bomben auf ihre Stadt fallen, wenn Mamun fliehen muss, weil der Diktator Assad die demokratische Opposition unterdrückt, Menschen foltern lässt und das Land in einen Bürgerkrieg stürzt, wenn Sarah fliehen muss, weil es in ihrem Land als Verbrechen gilt, als Frau ein selbstbestimmtes Leben zu führen und für Menschen in Haft seine Stimme zu erheben, dann haben sie nur eine Chance, das Recht auf Asyl. Und das bieten wir.
Ziel der GEAS-Reform muss es daher immer sein, das europäische Asylsystem neu zu ordnen und die Verantwortung auf mehr Schultern zu verteilen und dabei ganz klar zu bleiben, dass Europa zum individuellen Recht auf Asyl steht und jede schutzsuchende Person Zugang zu einem fairen und im Zweifel juristisch anfechtbaren Verfahren hat. Daher noch einige Worte zu sicheren Drittstaaten. Die AfD will Menschen in Drittstaaten bringen, zu denen diese gar keine Verbindung haben. Mal abgesehen von der menschlichen Dimension, warum sollten Staaten außerhalb der EU einem der wohlhabendsten Teile der Welt seine Verantwortung abnehmen? Zu Grenzverfahren. Machen Sie sich nicht zu viele Hoffnungen, dass die Probleme des europäischen Asylsystems durch Grenzverfahren alle gelöst werden. Grenzverfahren können in der Theorie ein Ort für schnelle und effiziente Entscheidungen sein. Ich war auf Kurs und habe gesehen, dass das nicht immer so sein muss. Zu der Obergrenzenthematik, das ist auch klar hier im Inland und auch auf der europäischen Seite. Was machen Sie eigentlich, wenn eine Person zusätzlich dazukommt über der Obergrenze und sie hat Recht auf Anerkennung, bekommt eine Anerkennung als geflüchtete Person? Deshalb funktioniert das Konzept der Obergrenze nicht, wenn wir es ernst meinen mit den Menschenrechten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es am Anfang gesagt, es ist ein schöner Satz. Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Zeigen wir, dass wir das auch bei der Reform des gemeinsamen europäischen Systems, Asylsystems erfüllen und stellen wir uns gegen die falschen Vorschläge der AfD. Dankeschön. Hakan Demir war das hier in der Debatte zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, abgekürzt GEAS, so wie er das hier in seiner Rede auch bezeichnet hat. Der nächste Redner ist Detlef Seif. Er sitzt für die Unionsfraktion hier im Bundestag und im Ausschuss für Inneres und Heimat. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Angesichts der hohen Asylbewerberzahlen und überlasteten Kommunen ist der Beschluss des SPD-Bundesparteitags zur Migrationspolitik realitätsfern und sendet das völlig falsche Signal. Dem Herrn Thome kommt dieser Satz bekannt vor. Der stammt nämlich von ihm und ihm ist vollkommen recht zu geben. Aber lassen wir uns nicht täuschen, Herr Thome. Die FDP hat in den vergangenen beiden Jahren an den verkorksten Beschlüssen zur Migrationspolitik mitgewirkt. Durch das sogenannte Chancenaufenthaltsgesetz bekommen Personen, die uns jahrelang über ihre Identität getäuscht haben, ein Aufenthaltsrecht. Obwohl die Plätze in Integrationskursen und Sprachkursen sehr begrenzt sind und durch ihre Kürzungen im Haushaltsbereich noch begrenzter werden, haben Sie Personen ohne Bleiberecht hier die Kurse geöffnet. Und die FDP behauptet, und das ist die Krönung des Ganzen, das hört sich natürlich auch gut an, das kanadische Modell wäre umgesetzt worden im Bereich des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, Punktesystem. Herr Thome, was Sie gemacht haben, ist durch Punkte zu ermöglichen, dass Leute ohne Qualifikation und ohne Sprachkenntnis hier nach Deutschland kommen. Das hat nichts mit dem kanadischen Modell zu tun. Und bei der Einstufung sicherer Herkunftsstaaten erinnern wir uns, Sie waren zunächst lange Zeit zögerlich. Und dann haben Sie sich letztlich nur auf Moldau und Georgien begrenzt. Was ist mit Tunesien, Algerien, Marokko, Indien? Und der Präsident des BAMF hat auch noch weitere Ideen. Hier müssen Sie tätig werden. Monatelang, da erinnern wir uns auch dran, haben Sie sich den Vorschlägen der Union versperrt, stationäre Grenzkontrollen auch zur Schweiz, zu Tschechien und nach Polen durchzuführen. Wir sehen doch, wie erfolgreich das jetzt ist. Der Bundeskanzler sprach in seiner Regierungserklärung davon, dass das Abkommen mit der Türkei wieder aufgenommen werden muss. Ja, worauf wartet er denn, dass ein gebratener Truthahn in seinen Mund fliegt? Er hat Führungskraft zu beweisen. Er muss Strategie, Handeln und Einsatz zeigen. Also, Herr Bundeskanzler, wo ist Ihre Initiative für neue Verhandlungen mit der Türkei? Warum finden mit Kirgisistan und Usbekistan Verhandlungen zu Migrationsabkommen statt, anstatt die zuwanderungsstärksten Länder in den Blick zu nehmen, wie den Irak?
Wo bleibt das klare Signal der Ampel und insbesondere des Bundeskanzlers, dass unsere Leistungsgrenze schon seit langem überschritten ist? Wann kommt in der aktuellen Lage denn endlich die Einstellung der freiwilligen Aufnahmeprogramme? Und wann beenden Sie den Familiennachzug in der jetzigen Form, anstatt ihn ausbauen zu wollen? Damit Sie es auch verstehen, Frau Polak. Wir sehen, unabhängig vom gemeinsamen europäischen Asylsystem gibt es viel zu tun, viele Maßnahmen. Vor allem sind Maßnahmen, die das Migrationsgeschehen noch verstärken, zu unterlassen. Und da gehört auch die Turbo-Einbürgerung dazu. Europäisch ist ein neuer Ansatz gefragt. Nur die grundsätzliche Verlagerung von Asylverfahren in sichere Drittstaaten, wie jetzt auch der Entwurf des CDU-Grundsatzprogramms das vorsieht, wird die irreguläre Migration nach unten bringen. Die aktuellen GEAS-Verhandlungen sehen ja nur vor, dass nach Ablehnung eines Asylantrags die Personen in einen sicheren Drittstaat verbracht werden können. Das wird nichts nutzen. Deshalb verfolgen Sie das Prinzip der sicheren Drittstaaten. Asylanträge sind nur dort durchzuführen. Und ich sage Ihnen eins, sollte die jetzige Bundesregierung dazu nicht in der Lage sein, wird die nächste unionsgeführte Bundesregierung das mit Nachdruck angehen. Vielen Dank. Detlef Seifer, das für die Unionsfraktion. Der nächste Redner, Julian Paake, ist Abgeordneter bei den Grünen, aber auch schon seit vielen Jahren in der zivilen Seenotrettung aktiv, zum Beispiel bei Jugend rettet oder SOS Mediterranee. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte demokratische Abgeordnete, das europäische Projekt hat 2012 zu Recht den Friedensnobelpreis bekommen. Ob es gerade einen zweiten bekommen würde, das würde ich ehrlich ganz offen bezweifeln. Die Entrechtung von Geflüchteten an den Außengrenzen ist brutaler Alltag in dieser Europäischen Union. Pushbacks, Verantwortungslosigkeit der Mitgliedstaaten und eine EU-Kommission, die sich blind und taub stellt. Bei allen Schwierigkeiten, die das jetzige System der EU hat, bin ich überzeugt, dass mit der Reform alle Probleme der EU weiter ungelöst bleiben. Weitere Entrechtungen führen nicht zu weniger Geflüchteten, sondern nur zu mehr Leid. Aber mindestens so problematisch wie diese Reform ist die vergiftete Debatte über Flucht und Migration. Und am Jahresende, als einer der letzten Redner im Bundestag in diesem Jahr, da finde ich, da muss man auch schon mal ein bisschen zurückschauen, was eigentlich alles gesagt wurde in der Debatte und wie manche dabei auch nach rechts abgerutscht sind. Da ätzt Friedrich Merz gegen ukrainische Geflüchtete, sie seien, und ich zitiere, das schlechteste Beispiel, um von gelungener Integrationspolitik zu sprechen. Über junge Menschen mit Migrationsgeschichte sagt der Parteivorsitzende einer christlichen Partei, das seien kleine Paschas. Thorsten Frey möchte gerne das Asylrecht abschaffen, weil er nur noch Fachkräfte nach Deutschland lassen möchte. Jens Spahn geht da noch ein bisschen weiter und spricht davon, Zitat, er möchte auch gerne physische Gewalt anwenden. Das ist etwas, das habe ich bis jetzt nur von den Antidemokraten am ganz rechten Rand in diesem Hause gehört. Mit Merz an der Spitze kommen die 90er zurück und damit die Rhetorik von 92 und die gefährliche Zuspitzung wie vor Rostock-Lichtenhagen. Mag sein, dass einige in der Union es nicht verkraften, gerade mal nicht zu regieren. Aber wer so redet, der wird diese perfide Logik, diese Entmenschlichung nur mit der AfD umsetzen können. Herr Merz, fliegt doch langsam aber sicher der eigene Laden auseinander, weil es selbstverständlich reichlich gescheite Leute in der Union gibt. Diejenigen zum Beispiel bei Ihnen, die das Chancenaufenthaltsrecht eigentlich ganz okay finden oder die sich für humanitäre Hilfe für Geflüchtete in Krisengebieten einsetzen. Ehrlich, danke an diejenigen bei Ihnen, die dazu noch stehen. Aber Friedrich Merz hat sich doch selbst als Kanzler längst ins Ausgeschossen. Spätestens seit er sich nicht als Flugzwerg bezeichnen lassen will, aber bis er mit seiner Kanzlerkandidatur intern bei Ihnen scheitern wird, muss der Parteivorsitzende wenigstens eine letzte Linie ziehen und halten, nämlich dass es niemals eine Zusammenarbeit zwischen der Union und der AfD geben kann. Das ist mein großer Wunsch für das nächste Jahr. Herzlichen Dank. Julian Paake war das, auf ihn folgten Stefan Thomae für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich finde ja, der Antrag der AfD wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, aber da wir schon mal hier dabei sind und Herr Seif Sie auch ein paar Punkte unserer bisherigen Reaktion angesprochen haben, will ich doch auf diese Punkte eingehen und darauf erwidern. Denn es ist, finde ich, schon unübersehbar, dass wir vor allem seit der Zeitenwende wegen des Ukraine-Krieges auch in der Migrationspolitik entscheidende, wichtige Maßnahmen ergriffen haben. Das ist nun nicht so, dass man in der Migrationspolitik wie ein Wasserhahn das Wasser auf- und zudrehen kann. Da müssen Maßnahmen schon auch erst mal wirken und müssen greifen. Aber wissen Sie, ja, ich will schon auch mal sagen, dass wir schon auch zu unserer humanitären Verantwortung stehen, dass wir schon unsere verfassungsrechtlichen, europarechtlichen, völkerrechtlichen Pflichten wahrnehmen und ernst nehmen. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Aber richtig ist schon eines. Nicht jeder, der zu uns kommt, zu uns kommen will, hat auch einen Anspruch darauf, hier bei uns zu bleiben. Und deswegen kommen schon einige Maßnahmen jetzt zusammen, die ich noch mal so ein bisschen aufzählen will, weil Sie es auch so ein bisschen in falsches Licht gerückt haben, wie ich finde. Das Thema Chancenkarte, Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es ist ja nicht so, dass wir nur Akademiker bräuchten. Wir brauchen auch ganz viele Menschen in unserem Land, die berufspraktische Erfahrungen mitbringen, die in der Hotellerie, Gastronomie, als Erntehelfer, als Saisonarbeiter mitwirken können. Das sind ja auch wichtige Punkte. Deswegen sind es ganz wichtige Verbesserungen gewesen. Oder jetzt beschwert sich, dass wir nur zwei neue sichere Länder erklärt hätten, Georgien und Moldawien. Aber immerhin, in Ihrer Zeit ist es nicht geschehen. Deswegen ist es ein großer Erfolg, dass wir zwei neue Länder als sicher eingestuft haben. Oder, was Sie auch ansprachen, dass es viele Menschen hier bleiben dürften, deren Identität ungeklärt ist. Nein, der Chancenaufenthalt ist für solche Menschen, die Identität klären und die dann hier eben seit 15, 16 in Deutschland sind, seit 7, 8, 9 Jahren, nicht abgeschoben werden können. Endlich dank des Chancenaufenthalts mal in Arbeit kommen können. Das sind schon ganz wichtige Punkte, wie ich finde. Und deswegen finde ich Ihre Kritik nicht berechtigt. Migrationsabkommen, auch das ist ein wichtiger Punkt, der jetzt auf den Weg kommt. Und zuletzt, was ich auch unredlich finde, was Sie immer ansprechen, die Turbo-Einbürgerung. Wissen Sie, unser Land ist momentan unattraktiv für Arbeitskräfte, die hierher kommen wollen, um hier zu arbeiten. Wenn wir attraktiver werden wollen für Arbeitskräfte, für Einwanderung, dann müssen wir auch ein attraktives Angebot zur Einbürgerung machen. Und was wir verhindern, und das ist auch ein wichtiger Punkt, ist, dass Straftäter und Antisemiten Deutsche werden können. Also wichtige Punkte, die, glaube ich, zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber eigentlich wollten wir über das GEAS sprechen, über das gemeinsame europäische Asylsystem. Hier gilt, es kann nicht auf Dauer offene Binnengrenzen in Europa geben, wenn die Außengrenzen Europas nicht gründlich kontrolliert werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt nach vielen Jahren die Chance haben, dieses gemeinsame europäische Asylsystem zu reformieren. Seit 2014 klemmt das, kommt nicht voran. Und jetzt ist es endlich mal vor der Europawahl 2024 so weit, dass wieder Bewegung in den Apparat kommt, auch dank dieser Bundesregierung. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das sollten wir uns nicht madig reden lassen, sondern es ist wichtig, dass wir hier jetzt eine ganze Reihe, etwa 10, je nach Zählweise, 10 oder 11, wo man Unterpunkte mit separat zählt, weiter verhandeln. Punkte, die seit 2014 nicht in Bewegung sind, die jetzt vorankommen. Und neue Punkte wie das Screening-Verfahren, wo wir dafür sorgen werden, dass alle Menschen lückenlos an den europäischen Grenzen registriert werden. Wie die Asylverfahrensrichtlinie, wo wir klar machen, dass wir schnell zu Entscheidungen kommen wollen, vor allem bei den Menschen, wo ziemlich klar ist, sie stammen aus Ländern mit geringer Schutzquote und werden voraussichtlich keine gute Bleibeperspektive haben. Oder ein neuer Solidaritätsmechanismus, der eine sinnvolle Verteilung auf ganz Europa ermöglichen wird. Und so weiter und so weiter. Auch GEAS ist, wie das deutsche System, ein Gesamtkonzept, in dem sich die Dinge zueinander fügen, in dem Bänder ineinander geflochten werden und am Ende ein Gesamtkonstrukt geben. Das ist wichtig. Das dauert Zeit. Es muss auch erst einmal wirken. Es gibt ja einen großen Nachholbedarf auf deutscher wie auf europäischer Ebene. Aber wir kommen hier Schritt für Schritt
voran. Und deswegen ist es gut, dass jetzt in diesen Trilogverhandlungen diese 10, 11, 9 Rechtsakte hoffentlich am kommenden Montag zu einem Durchbruch geraten. Dann wird man sehen, wie viel in dem letzten Jahr in Deutschland und Europa geschehen ist. Das darf man nicht schlecht reden. Wir müssen die Chancen nutzen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und auf Wiedersehen im neuen Jahr. Der Bundestag debattiert die gemeinsame europäische Asylpolitik, denn die EU steht unter Zeitdruck. Man will diese Reform noch vor der Europawahl im Juni 2024 verabschieden, sodass uns das Thema noch weiter beschäftigen wird. Allerdings nicht heute, denn hiermit endet unsere Übertragung aus dem Deutschen Bundestag. Und ich gebe ab zu Florian Bauer im Studio.